Ja, Kinder, mal eben kurz hier, ne? Na, Papa ist wieder da. Ja? Ah. Mensch, wir sollen hier so ein Ding bauen. So ein schnuckeliges. Da habe ich schon einen Tipp bekommen von ganz oben. Und zwar eine Flugmaschine. Ja? Schauen wir uns das mal genauer an. Also eine Flugmaschine muss natürlich auch noch was aussehen, ne? Es kommt ja auch auf die Verpackung an, ne? Wein reift ja auch im Fass und nicht in der Mülltonne. Hm? Das ist schon mal nicht schlecht, nicht wahr? Guck mal, ja, das menschliche... das ist richtig Spaß, ne? Na, guck mal, so vom Gefühl her. Das müsste doch, oder? Das müsste doch gehen, nicht wahr? Das ist schon toll, wenn sowas funktioniert. Da fühlt man sich so wie Jesus, als er die ganzen Toten aufgeweckt hat. Ja, das muss klasse gewesen sein, also vor der Kreuzigung. Jetzt brauchen wir natürlich noch so eine Art Bombenabwurfsystem. Da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Ja, hab mal Geduld. Ich hab ja Nerven wie Nudeln. Ah, guck mal, zack. Zack. Bumm. So. Na, so eben nicht. Wenn, wenn sowas hier nicht machbar ist, ja, dann bin ich aber auch wirklich am falschen Ort. Da ist natürlich Wind auf meine Mühle, ja? So ein Bombenabwurfmechanismus ist natürlich schwierig, ja? Ah, kann man natürlich schon ein bisschen, wenn man das Wie, ja? Das Wie ist ja oft gar nicht so wichtig. Fachwissen engt ja auch ungeheuer ein. Ja, Fachleute. Fachleute sind wie Locher. Simpel, präzise, im Büro und entbehrlich. Aber es muss ja auch jemanden geben, der sie drückt, damit sie lochen. Ja, das bin natürlich ich. Und so eine Flugmaschine kann natürlich, guck mal hier, passiert da nichts. Ich muss ja erstmal drücken, dass die fliegt. Guck mal, ja, hervorragende Arbeit ist das. Ulf, natürlich gar nicht so leicht. Na, wird der Papa natürlich am Telefon verlangt. Kann man natürlich nicht meckern. Da könnte ich mich schon, ein paar Räder an die Maschine hier. Dass wir im Ernstfall auch fahren können, ja? Ans Gewicht darf man dann auch nicht immer denken von so einer Maschine, ja, wenn man Räder dran braucht, ja? Für Schnitzel müssen ja auch Schweine sterben. Ja, lustig, tralalala. Muss ich hier eins nach oben bauen, oder wie? Ist ja nicht bei Daktari. Man könnte meinen, das Teil wäre so nicht der Typ zum Fliegen, dieses Gerät. Aber, hätte Jesus damals zur Kreuzigung gesagt, da bin ich nicht der Typ für, hätten wir jetzt auch kein Ostern, nicht wahr? So wird nämlich ein Schuh draus. Jetzt, pass mal auf, da. Pass mal auf. Guter fliegt, da. Oh, schlecht. Jetzt ist aber wieder gut hier, es riecht ja Sprühstuhl. Wie ein Hund im Büro. Nicht immer, wie ich immer sage, das Leben ist wie eine Wundertüte. In jeder Ecke steckt eine Überraschung. Guck mal da. Mensch. Ja. Ja, ich bin ja wie so eine Speckschwarte. Ja, die wirfst du ins Meer, die geht nicht unter. Also nicht vom Aussehen her. Eher so Charakterspeck. 80% von so einem Bums, ja. Ich bestehe ja selbst aus 90% Ellenbogen, ja. 10% Herz. Natürlich auch noch Hirn, 20, 30. Wie soll ich denn da jetzt hier. Ulf! Da kommt da so ein Ernie angelaufen und meint hier wunderweiß. Das ist natürlich kontraproduktiv. Aber es ist natürlich anderweitig das nächste Mal, ne, drangehen hier, weil. Das sah ja nach nichts aus. Ja, und es tut mir leid. Wenn mir so ein Gesichtsgulasch gegenüber sitzt, da sage ich auch nicht, oh, Frau, Das ist auch mehr Ehrlichkeit wie Diskriminierung. Ich würde schon selbst gerne sagen, wie wir hier weitermachen, aber als Chef ist ja wie nackt Fahrradfahren ohne Sattel, ja? Du musst die ganze Zeit dich abstrampeln und weh, du setzt dich hin. Da hast du nämlich schön den im Arsch, ja? Daher natürlich die Frage an euch, an meine Aktenschwengel und die letzte Tipps da hier vom, ja? Was hättet ihr denn gerne? Was soll der Papa da Schönes für euch, ja? Und mit euren Vorschlägen weht mir nämlich hier ein ganz anderer Wind durch die Abteilung, durch diesen Saustall. Ein Hund im Büro. Komm, mein eigener kleiner Test. Ja, guck mal. Ist natürlich wie Seelen-Aids, ne? Da wirst du von innen langsam verrottest du da. Ah. Und wie, hier kommt irgend so ein Bäcker. Und so eine Torfnase, Kürbiskopf. Tschüss. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.